Nein, Drehbühne frei für die Galloways. Das Galloway-Rind stammt ursprünglich auch aus Südwestschottland, also aus der gleichen Region wie die Aberdeen Angus, und ist eine für die ganzjährige Freilandhaltung geeignete, etwas kleinere, klein- bis mittelrahmige, hornlose Robustrasse. Georg Menke kennt diese Rasse ganz genau. Und jetzt kommen schon zwei Prachtexemplare der Galloways auf die Bühne. Schönen guten Tag, Herr Menke. Ja, schönen guten Tag. Und Arno Molter darf ich natürlich auch herzlich begrüßen, stellvertretender Verbandsvorsitzender. Herr Menke, wir haben hier die Kuh Celine und die Kuh Selina, beziehungsweise das Kalb Selina. Bevor wir dazu kommen, wie kamen und wann kamen die Galloways nach Deutschland? Ja, Galloways in Deutschland, eine Erfolgsgeschichte, die 1972 begonnen hat. Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre wurden große Stückzahlen aus Schottland importiert. Die größten Populationen in Deutschland finden wir hier in Niedersachsen, gefolgt von Hessen und Schleswig-Holstein. Aber auch in allen anderen Bundesländern sind Galloways sehr gut vertreten. Dann reden wir mal über diese Tiere, die hier bei uns stehen. Richtige, schöne Exemplare der Galloway-Rasse. Erstmal, genau, über die, die jetzt sich jetzt schon beschwert und sagt guten Morgen. Das macht sie übrigens fast jeden Tag. Das finde ich ganz schön, Miss Celine. Beschreiben Sie mal ein bisschen Celine und ihre Vorzüge. Ja, Celine ist eine ganz exzellente Galloway-Dame. Sie ist 4 Jahre alt, führt ihr zweites Tier bei Fuß, ihr zweites Kalb bei Fuß. Celine ist eingestuft mit 3x8. Sie kommt aus einem exzellenten Hause. Ihr Vater Bismarck, eingestuft mit 998 und einem Körindex von 137, gewann die Landesschauen in den Jahren 1997, 98 und 99. Bismarck wurde 1998 Bundessieger. Dafür muss man noch mal kurz erklären. Anders als beim Turnen, wenn Sie an Fabian Hambüchen denken oder so, die 10 gibt es gar nicht. Nein, eine 10 gibt es nicht. Als höchste Note. Ja, eine 10 gibt es nicht. Und wir sagen, selbst die 9 ist fast theoretisch, weil sie nur schwer zu holen ist, ganz schwer. Die Mutter von Celine ist Comtesse, war ebenfalls eine exzellente Dame. Sie wurde im Jahre 1998 Landes- und Bundessiegerferse. Im Jahre 2000 wurde sie Landes- und Bundessiegerin in der Kategorie Kuh mit Kalb. Jetzt steht Celine und auch ihr Kalb Selina so ganz brav und ruhig hier auf der Bühne. Das ist mit Sicherheit auch ein Zuchtziel der Galloways. Wie erreichen Sie das? Ja, das Zuchtziel der Galloways beinhaltet natürlich auch diese guten Umgangsformen. Und wenn Sie sehen, ich habe eigentlich immer den Kamm in der Hand. Und wenn wir uns mit den Tieren beschäftigen, sind wir sehr nah dran. Die Tiere kennen uns dadurch. Die Tiere haben ihren Spaß, sie genießen es, gekämmt zu werden. Der Züchter hat seinen Spaß daran, dass das Tier so zugänglich ist und ihm wohlgesonnen ist, was auch ganz wichtig ist. Kommen wir mal zu Selina, diesem kleinen, wirklich süßen, 5 Monate alten Kalb. Inwiefern können Sie jetzt vor allen Dingen nicht den absoluten Galloway-Experten erklären, warum aus Selina mit Sicherheit mal eine prachtvolle Kuh wird? Ja, Selina ist 5 Monate alt. Wir sehen es heute schon am Wuchs, wir sehen es an der Form des Kopfes. Selina hat auch jetzt schon erkennbar eine lange Mittelhand. Sie hat eine sehr schöne, gerade Rückenlinie. Die ganzen Proportionen, die stimmen. Und wir sind heute sicher, dass es nur noch 1,5 Jahre dauert, bis Selina das erste Mal den Laufsteg betreten wird. Und wir werden sie auch sicherlich auf Landes- und Bundesschauen dann im Konkurrenzkampf mit anderen Tieren wiedersehen. Wie ist das mit den Geburten? Das heißt, wie beschwerlich war es denn für Selina zu bekommen? Das war überhaupt nicht schwer, weil die Galloway-Rasse ist sehr leichtkalbig. Wir achten sehr stark darauf, dass unsere Tiere so gezüchtet werden, dass wir diese gute Eigenschaft beibehalten. Es hat etwas zu tun mit der Becken- und Hinterhandpartie.
Wir suchen Tiere mit einem breiten Becken, mit einem guten Durchlasswinkel und mit einem entsprechenden Schwanzansatz, der etwas erhöht sein darf, weil hier muss das Ganze passieren und die Leichtkalbigkeit ist eins unserer stärksten Argumente. Wenn jetzt, das würde Sie ja freuen, hier Interessierte demnächst Galloway-Züchter vor dem Top-Tier-Treff sitzen, die sich aber dann doch fragen, ist das denn bei mir in der Region wirklich möglich? Sagen wir mal, die kommen jetzt etwas krass gesprochen aus Sibirien. Ginge das auch? Ja, das ginge auch. Wir haben hier drüben unseren Stand, M12 heißt er, und wir informieren Sie dort gerne. Das Galloway-Rind ist mit diesem wunderbaren dichten Haarkleid ausgestattet. Ein ganz dichtes Unterhaar, ein Oberhaar, welches Regen abperlen lässt. Es ist für Wind und Wetter gut geeignet, sodass wir es an vielen Plätzen einsetzen können. Vielen Dank, Georg Menke. Vielen Dank auch Arno Molter, stellvertretender Verbandsvorsitzender des Verbandes der deutschen Galloway-Züchter. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank vor allen Dingen aber an Celine und Celina. Und wenn Sie die beiden dann nochmal sehen wollen, ein bisschen mehr noch aus der Nähe, als das hier möglich ist auf der Bühne des Top-Tier-Treffs, dann genau in diese Richtung gehen zum Stand des Verbandes der deutschen Galloway-Züchter. Vielen Dank und dann sehen wir uns morgen nochmal. Dankeschön, auch von unserer Seite. Dankeschön.